So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und diesmal sogar nicht am Donnerstag, sondern wirklich am Mittwoch, wie der Name der Sendung es verspricht, ne? Die ganze Zeit war ja immer der Raid-Boss-Wechsel am Mittwoch, aber Reshiram ist ja jetzt ein paar Wochen da. Heute ist auch die erste Raid-Stunde, die zweite Raid-Stunde mit Reshiram. Nächste Woche ist die dritte Raid-Stunde mit Reshiram. Dann ist es aber, glaube ich, auch schon wieder weg. Also, schön mit Raiden heute Abend. Ich werde heute Abend auch ein paar Level-Aufstiege machen. Das habe ich ja schon angekündigt. Jetzt aber auf jeden Fall wieder die Highlights der Woche. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Sören. Der hat geschrieben, und der Dritte, der hat also sein drittes 100er Shinux bekommen. Ihr seht das auch, 500 ist das, wenn es auf Level 20 ist, also entweder aus einem Ei oder aus einem Raid, aus der Forschung, aus dem Durchbruch, wo es jetzt die ganze Zeit war, hätte es natürlich weniger, da ist es ja nur Level 15. Das ist aber das dritte 100er Shinux und das ist auf jeden Fall eine Seltenheit, da alle drei auf 100 zu haben, also jede einzelne Form. Dann Dani Sahne hat hier ein Shiny Charmian gefangen, auch sehr cool. Hier seht ihr auch nochmal die Übersicht vom Sören. Der zweite war aus der Quest mit 636. Ihr seht also alle drei Formen als 100%ige. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Mr. Moonlord. Dann habe ich mit dem Benjamin was getauscht. Das habe ich auch einfach mal mit reingenommen. Es ist zwar nur ein 98er, aber coole Sache. Ich habe ihm einen Reshiram gegeben, was ein 98er wurde. Leider 14 Angriff. Trotzdem möchte ich das mal hier zeigen, denn ich bin nicht nur mit Moonlord Glücksfreund geworden, auch mit Benny, das zweimal kurz hintereinander. Und ihr werdet auch noch mehr Glücksfreunde sehen. Also diese Woche war wirklich sehr genial. Ich habe so viele Glücksfreunde bekommen, wie die ganze Zeit schon nicht mehr. Mit dir tauschen macht immer wieder Spaß, kannst ja dann nächsten Mittwoch mit einbauen, dass auch Glückstäusche mit Abonnenten und dir geil laufen. Habe ich gemacht, Grüße gehen raus an den Benjamin natürlich. Hier der Night Alex, ja auch mal ein Shiny mit einem Shiny Schneebedeck, Bockwurst King wieder ganz typisch, 98er, diesmal Slimer. Happy Dudes, bin ich auch Glücksfreunde geworden. Leider habe ich keine Ahnung, wer das ist. Wenn der Abonnent ist oder meine Videos verfolgt, bitte melde dich bei Facebook oder Instagram, schreib mich irgendwo an. Denn wenn ich jetzt ein Jahr lang dich als Glücksfreund drin habe und wir nicht tauschen können, dann werde ich das auch irgendwie löschen. Das Problem hatte ich auch beim Dominik XP. Aber Dominik XP hat mich mittlerweile erreicht, hat mich mittlerweile angeschrieben. Hier ein Bild von der Sabrina spielt, merkt keiner, oder? Was fällt auf? Ihr habt einen Flamara, einen Psyana, einen Blitzer, einen Felinara und einen Nachtara. Vor allem Felinara, ein Volipurba, meine ich natürlich. Und am Ende einen Nachtara. Aber das ist natürlich nur ein Pikachu mit Nachtara-Hut. Das hat sich da eingeschlichen, fällt aber nicht auf. Sehr coole Idee, sehr cooles Bild auf jeden Fall. Raphael White mit einem Shiny 100% Lucky Viridium. Das hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Aber der Schocker der Woche ist wieder was ganz anderes. Das ist aber auf jeden Fall auch cool, wenn ihr einen Shiny mal tauscht für den Lucky-Eintrag und das auch noch 100er wird, würde ich dann auch direkt hochziehen. So ein Shiny Viridium als 100er Lucky kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann hat er hier noch einen Bronzel bekommen, also ein Shiny Bronzong. Ist ja schon die Weiterentwicklung mit 96%. Procode Gaming hat ein 100% Nasknet. In der Nähe von Bad Rodenfelde, immer schön die Orte dabei. Dann wieder mal das Problem mit Instagram, Get My Game. Ihr seht, man sieht nichts, dann muss man alles einzeln anklicken. Aber ich habe mir mal das 100% Skorkler von ihm rausgezogen und das Shiny Nagelotz. Die Firma dankt, schreibt hier der Alex Hoffi, der hat ein Shiny Bonera bekommen aus einem Ei. Stefan Landei schickt uns hier ein Pinsir, also kein Pinsir, sondern ein Pinsir mit Monokel. Ganz typisch und Melonenhut. Julchen Feichen, auch ein Shiny Bonera, hat sich das Brüten auf dem Kleinen doch gelohnt, sehr schön. Und ich raste aus, in den letzten Sino-Stunden kommen die Shinies, ein Shiny Mobile. Bierbenny hier mit einem 100%igen Klingplim, das auf jeden Fall auch ultra selten, würde ich sagen, vor allem als 100er. Könnt ihr ja wie gesagt nicht mit einer Map fangen oder irgendwas, könnt ihr nur ausbrüten, deswegen immer aufheben, niemals entwickeln. Palimpalim ist zwar auch selten, aber das kann man zur Not mit einer Map fangen. Klingplim eben nicht, deswegen behaltet das bitte so wie es ist. Bockwurst King auch mit einem Shiny, weil der macht ja jeden Tag immer einen Shiny und einen 98er mindestens. Heike ist dann aufgestiegen auf Level 40, Grüße gehen raus. Huhu Ibims für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Was hat er denn da? Ein Shiny Cresselia.
98% wahrscheinlich auch noch aus der Forschung. Viele haben da also ein Shiny bekommen. Glückwunsch natürlich. Ich habe leider keins bekommen. Bei den vier Nostalgie-Forschungen am Ende. Dominik hier mit einem 91%igen Lucky Shiny Pantimimi. Nehmen wir auch mal mit. Das ist immer Speech von Klaus Duschkat. Was ist das? Sehr sei. Sayorse Ronan 666. Getauscht auf jeden Fall mit ihm. Dann ein Shiny Suströbing, ein Schmerbe haben wir hier auch dabei noch und ein 100% Eboli. Sören zeigt uns hier noch ein 100% Tengulist. Wäre der gut für PvP? Der kommt jetzt genauer 14,99. Ich habe mit Tengulist noch gar nichts gemacht, aber ich sehe den oft als Gegner bei der PvP, also bei der Go Battle League. Kann er also machen, ich denke mal, damit kann man trotzdem was reißen. Auch mal nett beim Black Scarwolf, ein 98er Krypto-Flunkiefer, was er ja zu einem 100er erlösen kann. Adi, was ist denn? Au! Dann Frank Behrend mit einem Shiny Abra, Justin mit einem 100% Vulpix, der Brain. Ja, nicht Brain, Brain wäre ja Brian, aber das ist ja Brain, also The Brain. Mit einem 100% Cognodon, das ist auf jeden Fall sehr geil. Das haben die bestimmt wieder mit der Map. Codebrot hier auf dem kleinen 100% Shinux und das ist diesmal aus dem Feldforschungsdurchbruch. Deswegen hat das keine 500, sondern nur 375. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit meiner Sache, also mit Biala von Main. Richtig gute Sache auf jeden Fall. Da haben wir da schon getauscht? Ja, da haben wir auf jeden Fall auch schon getauscht, genau. Dann noch ein Bild vom Dennis Weigel. Aha, das seht ihr nämlich, die ganzen Lucarios, die die Köpfe der Pikachus abgetrennt haben. Also richtig brutal. Wo ist das Blut, Bruder? So ist es wenigstens nicht ab 18, aber ich frage mich, was ist das für ein Mann im Hintergrund? Was ist das für ein Typ, der hier mit seinem Hund hinter dem Baum sitzt und die ganze Sache beobachtet? So ist es auch mal andersrum. Ihr habt ja gesehen, die Pikachus, die von den anderen Pokémon, die Köpfe. Nee, ich weiß es nicht. Das hatten wir in der letzten Sendung. Da war das irgendwie andersrum. Köpfe ab, zack, aufgesetzt. Genau, Pikachu als Tod, der die enthauptet hat und hat sich die Hüte von denen aufgesetzt. Jetzt haben wir es anders. Jetzt macht Lucario, Lucarios Rache, könnte man es nennen, schneidet einfach den Pikachus die Köpfe ab und setzt es sich auf. Also das ist alles jugendfrei. Tobias Weigel noch mit einem Shiny Kanivanya, Sandymaus mit einem 100% erlösten Zubat. Ramses Schilling Fragezeichen zeigt uns hier, dass er also am C-Day, nicht wie ich letztens behauptet habe, 38 oder so hatte, sondern er hat 43 Shinies bekommen am C-Day. Das müsste eigentlich auch der Schocker der Woche sein. Seht ihr hier Samurzel und Schillernd plus, damit auch die Weiterentwicklungen dabei sind. Also 43 ist schon eine heftige Zahl. Ich kenne keinen, der mehr hatte. Da Gro hier mit einem Shiny Hippopotas plus einem 100%igen Landturn. Dann der Gro auf dem kleinen Account. Neuer Pokédex-Eintrag. Was ist das für ein Pokémon? Da kennt ihr es. Das fand ich so genial. Der ist schon Level 40 auf dem Account und hat jetzt erst den Pokédex-Eintrag von Gol King bekommen, indem er Gol King wild gefangen hat. Das muss man auch erstmal machen. Der Gro dann weiterhin mit einem 100%igen Floink. Dann kommt Yuri mit einem Shiny Hippopotas und einem Shiny Charmian plus einem Shiny Pikachu mit Lucario Mütze. Dann bin ich mit Kurfürst 69 Glücksfreund geworden. Wie gesagt, weiß ich auch wieder nicht, wer dahinter steckt. Wenn du das siehst oder wenn ihr jemanden kennt, bitte kontaktiere mich bei Facebook, Instagram. Links stehen immer unten in der Beschreibung. Puschner mit einem Shiny Skorgler, Selimaus, Shiny Muschas, der Andreas Erdl mit einem. Ich glaube, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Nein. Hä? Doch, nee. Das ist auch. Der hat 10 verschiedene Namen auf jeden Fall. Meine Sache, Biala von Main, Andreas Erdl. Jetzt wisst ihr, jetzt kennt ihr das große Geheimnis. Auf jeden Fall auch mit einem 100%igen Kabuto. Das ist immer, wenn es einmal da ist, einmal da. Plus einem Shiny Alola Radfratz Deferis hier mit einem Shiny Walmer. Auch sehr gute WP, wie ich finde. Gutes Level. Bockwurst King mit einem 100er Dragosso. Dann der Laiko, der ein schönes Bild gemacht hat auf Anfrage von dem Ralf Köhler. Der hat nämlich geschrieben unter das Video, wo es um die Bilder ging. Hi Ramses, tolle Idee. Ich schlage Milotic vor. Es könnte sich schön um eine Dose Bier schmiegen, die du in der Hand hältst.
Und Leiko hat das auf jeden Fall mal umgesetzt. Sieht auch richtig nice aus. Auch das Design, dieser Comic-Look, die Dose, richtig original. Das habe ich schon mal im Stream gezeigt. Jetzt zeige ich es hier auch nochmal. Und er möchte jetzt die verschiedenen Vorschläge abarbeiten. Wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt es mal irgendwo hin. Am besten unter das Video, das dazugehörige. Müsst ihr aber selber raussuchen. Ich verlinke euch das nicht. So, dann der Kenny. Da schwimmt ein Tier in meinem Bier. Das reimt sich sogar. Ein Milzer im Bier. Ist kein Malzbier, sondern ein Milzbier sozusagen. Der Cassiopeia mit einem Shiny Smogon. Julchen mit einem 100% Schilderus Nummer 1 und Nummer 2. Einmal gebrütet und einmal GBL. Da seht ihr natürlich, die sind beide Level 20. Also das geht richtig gut ab. Zwar am 29.05. und am 2.06. 200%ige Schilderus würde ich eins so lassen, eins entwickeln. Der Gro hier mit einem Shiny Shinux. Was er, glaube ich, auch gebrütet hat, genau, da hat er wieder gesagt, da lohnt sich der Weg zur Arbeit, wieder mal gebrütet, ein Shiny. Huhu Ibims hat noch was geschickt, auch noch für Raid am Mittwoch, da hat er drei verschiedene geschickt, die hat er aber auf einem Bild ja auch vereint, mit einem Shiny Volbeat, einem Shiny Damir Blacks, was ich richtig genial finde, und einem Shiny Sengo. Juri hat mir noch ein 96er Lucky Regiram geschickt, 96 eigentlich uninteressant, 98 auch uninteressant, außer vom Bockwurst King. Aber Reshiram ja trotzdem noch frisch dabei. Cooles Pokémon, wie viele sagen. Vor allem die, die auf Brathähnchen stehen. Und heute Abend, wie gesagt, die Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr. Macht da mit, damit ihr auch ein bisschen tauschen könnt. Juri noch mit einem Shiny Picochilla, Shiny Shiggy, Shiny Lucky Viridium mit 87% und einem Shiny Absol. Das Julchen macht auch schon das Schlusslicht. Heute kurze Folge, ne? Nicht ruhiger Stream, aber kurze Folge. Mit einem Couchfang, einem Shiny Gramurks. Ich muss mich eh beeilen, bei 13 Uhr geht nämlich gleich die Spezialforschung los, sonst kriege ich hier nichts mehr gebacken. Wir melden uns gleich zurück noch mit dem Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Harald Glöckler. Habt ihr das gewusst? Ihr kennt den doch bestimmt alle, diese komische Type mit dem komischen Edding-Bart, mit dem aufgemalten. Und das also, erkennst du diese wunderschönen Promis ohne ihr Make-up. Ihr könnt mir erstens nicht erzählen, dass rechts der Typ wunderschön ist. Und zweitens, dass das nur Make-up ist, sodass er nicht so verbeult aussieht wie links, im Gegenteil zu rechts. Das ist, der sieht aus, als würde er gerade verprügelt worden sein, hätte heftige Prellungen, alles ist geschwollen, als ob er so normal aussieht und so normal rumläuft und ein bisschen Make-up plötzlich das Gesicht zusammenzieht. Das ist aber natürlich ein Spaß, das ist nicht der Schocker der Woche, obwohl eigentlich das ist er. Guckt euch das doch an. Kann man nicht weggucken, oder? Das ist unglaublich, wer macht sowas? Der Schocker der Woche aber auf jeden Fall 50 Euro für 50 Dosen, das ist gestern passiert im Chat, im Livestream, bin auch weg, Bruder, purpurnes Herz vom Biala vom Main, der hat im Livestream gestern Abend 50 Euro gespendet, das ist der Schocker der Woche, der übertreibt es jedes Mal heftig, das war bestimmt nur ein Versehen, der wollte eigentlich 500 spenden, genau so war es nämlich und jetzt hat er aus Versehen nur 50 gespendet, das erste Mal, dass ich diesen pinken Streifen sehe für eine 50 Euro Spende. Das ist auf jeden Fall heftig. Grüße gehen raus an Biala von Main, mein Bruder, genau wie er immer sagt. Und das war's, glaube ich, jetzt von dieser Woche. Wenn euch die 50 Euro nicht reichen, geht halt zurück. Guckt euch halt nochmal den Harald Glöckler an. Glöckler, wie auch immer. Mit seinem verbeulten Face. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Wir haben die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende war der doch wieder der Schocker der Woche. Bis dahin, viel Spaß, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.